Ihnen brechen die Steuern weg. Rekordeinbruch bei den Steuern im letzten Monat. Der Monatsbericht von Christian Lindner wurde heute Morgen veröffentlicht und wir haben die Zahlen für euch. Ich sagte immer, wir müssen warten, bis Ihnen das Geld ausgeht. Es fängt jetzt langsam an. Ich bin gespannt, wie schnell es weitergeht. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Für alle, die sowieso überlegen, diesem System hier ihre Steuern zu entziehen, denen empfehle ich nochmal Auswandern mit Kopf, meinem neuen Zweitkanal. Für alle, die auswandern wollen, egal ob jung oder alt, reich oder arm, wir machen uns Gedanken für alle auf diesem Kanal. Wir sind hier wieder bei den Monatsberichten von Christian Lindner. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht jeden Monat einen Bericht über die Steuern. So gibt es jetzt hier die neuesten Zahlen vom Juli, heute Morgen erst veröffentlicht worden. Sie lagen im Juli 2024 inklusive der EU-Eigenmittel, aber ohne die Gemeindesteuern um 7,9% unter dem Vorjahresmonat. Und das sind die insgesamten Steueraufkommen. Also das gesamte Steueraufkommen liegt um 7,9% tiefer als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Bei der Umsatzsteuer lag der Rückgang sogar bei 8,7%. Das heißt, wir sind fast bei den 10% weniger Umsatzsteuer diesen Juli im Vergleich zu letztem Juli. Was das eigentlich über die Wirtschaft aussagt, ist wirklich phänomenal. Jetzt steht hier natürlich ein Nebensatz dabei: Die Vorjahresbasis war durch einen Sondereffekt deutlich überzeichnet gewesen. So, okay, aber mit Sicherheit keine 8,7%, vielleicht 2,7%. Dann fehlen Ihnen immer noch 6% der Umsatzsteuer. Wenn man sich umhört bei den ganzen Unternehmern, man merkt das auch, dass es eine wirtschaftliche Abkühlung im Moment gibt. Betrachtet man jetzt auch noch die Einkommenssteuer und die Körperschaftssteuer, da kam gar nichts rein. Unterm Strich wurde im Juli mehr erstattet als eingenommen. Super, sage ich da immer nur, wenn der Staat mehr Steuern erstattet, als er einnimmt, dann nimmt er den Leuten nicht so viel weg. Jetzt gibt es noch die Lohnsteuer und da werden viele denken, die Einkommenssteuer ist die Lohnsteuer. Nein, die Lohnsteuer wird unterjährig bezahlt. Die Einkommenssteuer ist dann das Jahresgesamtergebnis. Deswegen erstatten Sie hier auch die Einkommenssteuer. Die Leute, die alle ihre Erklärung abgegeben haben, wenn das Finanzamt es dann bearbeitet und zurückerstattet. Dagegen die Lohnsteuer, das ist das, was jeden Monat hereinkommt. Hier gibt es im Juli 2024 6,2% mehr Einnahmen durch Lohnsteuer als im Juli 2023. Ich frage mich, wann Sie wieder um die Ecke kommen, dass die ganzen zugewanderten Fachkräfte dafür verantwortlich sind, dass hier mehr Lohnsteuer kommt. Es sind wohl die allgemeinen Lohnanhebungen, die dazu führen, dass durch die kalte Progression der Staat hier einfach mehr Steuern einnimmt. Betrachtet man jetzt Januar bis Juli zusammenhängend für dieses Jahr, hat der Bund immer noch 1,9% mehr Steuern eingenommen als in den 7 Monaten des letzten Jahres. Allerdings ist das hier nicht preisbereinigt. Das heißt, gerechnet wurde nämlich von den Steuerschätzern mit einer Zunahme von 4,1%, müsst ihr euch mal überlegen. Sie erwarten Steuermehreinnahmen von 4,1%, weil die allgemeine Teuerung alles nach oben hebt und damit auch die prozentualen Steuern des Staates. Aber dann kämpfen Sie darum, wenn bei der kalten Progression Christian Lindner sagt, auch die, die viel Steuern bezahlen, müssen hier entlastet werden und dann kriegen Sie alle immer wieder Schnappatmung. Ja. Überraschend gute Nachrichten haben wir hier leider allerdings zu vermelden bei den Ländersteuern. Hier wurde also, die Bundesländer haben ja auch Steuern, die ihnen zufließen. Hier wurde mit einem Rückgang von 0,2% gerechnet in den ersten 7 Monaten dieses Jahres. Es ist allerdings ein Zuwachs von 1% zu verzeichnen. Und wo kommt das Plus her? Wir wissen es, im letzten Monat, im Juli, kam das Plus bei den Ländern von 18%, zum Beispiel aus der Erbschaftssteuer, oder von 20% aus der Grunderwerbssteuer. Das heißt, die Länder, sie laben sich jetzt hier an den ganzen Erbschaften, die vorübergehen. Und die, die noch Grunderwerbsteuer bezahlen können, weil sie sich Eigentum aneignen, werden hier ebenfalls gemolken. Aber insgesamt nimmt der Staat schon 2,2% weniger Geld ein in den ersten 7 Monaten, als er selbst vorausgesagt hat. Wunderbar finde ich das mit den ganzen Tricks, die Sie im Haushalt machen, wie Ihnen jetzt die Fälle davonschwimmen. Und das ist nur die Spitze des Eisberges.
Ich sehe keine wirtschaftliche Belebung da draußen. Ich sehe keine Zunahme von Auftragsvolumen. Ganz im Gegenteil, die Leute überlegen, wie sie noch weiter sparen können und so weiter. Es ist wirklich phänomenal. Dann bauen sie einen Haushalt für nächstes Jahr, der 12 Milliarden Euro Lücke aufweist und sagen, sie hoffen auf konjunkturelle Belebung. Da muss man ja nur mal lachen. Ich weiß ja nicht, welche Konjunktur sie da im Kopf haben. Egal, wen man fragt. Es ist überall der Fall, dass die konjunkturelle Belebung stattfindet, aber nicht in Deutschland stattfindet. Die Zahlen hier, die Wirtschaft ist im Abwärtstrend, die Wirtschaftswoche titelt erst heute. Die Zahlen, sie sind eine Katastrophe, sagen sie. Denn es gibt jetzt auch den Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft. Die Bundesbank rechnet aber trotzdem noch nicht mit einer Rezession. Dieser Einkaufsmanager-Index ist jetzt auf 48,5 Zähler gerutscht. Unterhalb von 50 redet man nicht mehr von Wachstum. Dieser Wert markiert ein 5-Monats-Tief und Reuters befragt dazu die Ökonomen. Sie hatten einen minimalen Anstieg auf 49,2 erwartet, nach einem Wert von 49,1 im Monat davor. Nein, es ging weiter runter auf 48,5. Diese Zahlen sind ein richtiges Desaster. Die Rezession in der deutschen Industrie hat sich im August vertieft und eine Erholung ist nicht in Sicht. Sagt hier der Chefsvolkswirt von der Hamburger Commercial Bank. Es ist ein phänomenaler Wink mit dem Zaunpfahl, wenn die Steuern sinken, wenn die Einkaufsmanager-Indizes sinken, wenn die ganzen Vorindikatoren, wie man das ja nennen muss, der Wirtschaft signalisieren, ihr befindet euch auf dem absteigenden Ast. Und gleichzeitig haben wir einen Kanzler, der sich ernsthaft hinstellt und sagt, wir haben einen der attraktivsten Wirtschaftsstandorte mit dem Land Deutschland. Da kann man nur sagen, das kommt drauf an. Wenn man ein milliardenschweres Subventionspaket von der Regierung geschnürt bekommt, dann hat man vielleicht für manche Industriezweige noch attraktive Angebote zu unterbreiten. Wir sehen die Chipfertigung von Intel, wir sehen Eli Lilly mit dem Werk in Alzey. Da ist keine direkte Subvention geflossen, aber indirekt werden hier Steuern auf die nächsten 10 Jahre dann einfach erlassen werden vom Land Rheinland-Pfalz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Richtig ist, Wirtschaftsförderung geht am Ende auch nur über Steuerpolitik, aber da gilt es, Steuern müssen für alle gesenkt werden, denn wenn alle mehr zum Leben haben, das heißt, wenn wir alle mehr netto vom Brutto haben, können wir mehr sparen, konsumieren, in Urlaub fahren, investieren, je nach persönlicher Präferenz. Das Geld ist ja dann nicht weg. Sondern es ist nicht sofort beim Staat, sondern die Leute geben es noch einmal aus für Konsum und Freizeitspaß und dann hat es der Staat. Aber nicht mal das wollen sie uns gönnen. Stattdessen gibt es jetzt wahnwitzige Vorschläge, warum wir wieder neue Schulden machen sollen. Dabei ist absehbar, dass wir uns auf dem absteigenden Ast der Wirtschaft befinden und hier ist es jetzt wirklich dringend Zeit für radikale Reformen, wirklich radikale Reformen. Wir reden über Dinge wie eine Arbeitspflicht, das Streichen von Bürgergeld, wenn Jobs nicht angenommen werden und zwar richtiges Streichen. Auch jemand, der ausgebildet ist in einem Facharbeiterberuf, muss im Zweifel Hilfstätigkeiten ausführen für Mindestlohn und bekommt dann im Zweifel noch eine kleine Aufstockung. Aber es kann nicht sein, dass sich hier Leute dann auf die faule Haut legen und nichts machen. Aber im besten Deutschland aller Zeiten wird sich Olaf Scholz an diese Zahlen mit Sicherheit genauso erinnern wie an die Zahlen für die irreguläre Migration. Da ist er wieder der Lüge überführt gewesen. Deswegen abonniere diesen Kanal Politik mit Kopf, abonniere meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf und schaue unbedingt auf Telegram vorbei. Dort ist das Video von Frankfurt unzensiert vorhanden. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.